Guten Tag beisammen. Ich stehe hier vor der Alma Mater Lipsiensis. Also das ist der wunderschöne Neubau in der Innenstadt der Universität Leipzig. Und wir dachten, das wäre ein ganz guter Platz. Da regnet es nämlich gerade nicht. Da kann man uns unterstellen, um zu erklären, was es mit der vierten Welle auf sich hat. Die Ines hat das für euch mal ein bisschen nachgeguckt. Sie beantwortet ja immer eure sozialen Medienfragen. Und diesmal hat sie auch noch die ganzen Zahlen rausgesucht. Nicht alle Zahlen. Einige Zahlen hast du rausgesucht. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, fangen wir damit an, welche Belege gibt es für die... Komm ruhig zu mir, Häschen. Sonst sehen dich die Leute ja nicht, dann hören sie nur deine Stimme. Welche Belege... Du hättest ja auch die Kamera rumdrehen können. Nein. Welche Belege gibt es dafür, dass die Impfung jetzt in der herannahenden oder teils auch schon durchschlagenden vierten Welle von Corona eine Rolle spielt? Also dass das keine Einbildung ist. Was hast du da rausgesucht? Ja, also die meisten merken ja nur, dass die, der Inzidenzwert jetzt langsam wieder ansteigt bei den verschiedenen... Also die Anzahl der Leute pro 100.000, die eine Corona-Krankheit haben. Die Infektionen wieder steigen. Und da hat auch, das ist die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, die hat das auch mal auseinandergepuzzelt, die hat mal gezeigt, wie viel Geimpfte und wie viel Nicht-Geimpfte sich anstecken. Das zeige ich mal gleich hier. Ich ahne schon was, möglicherweise stecken sich mehr Nicht-Geimpfte an, was? Das sieht nämlich ziemlich krass aus. Und zwar, ich glaube, da erkennt man jetzt nicht viel. Die Orangenen, das sind die Geimpften. Und da steigen die Zahlen nämlich eigentlich gar nicht. Es bleibt die ganze Zeit gleich. Also die Linie, also das funktioniert so. Von oben nach unten ist die Menge der Leute, die sich angesteckt haben. Also unten ist 0, oben ist 4. Und dann die zweite Achse, die da lang geht, ist die Zeit. Ne? Das, genau. So. Und jetzt geht also über die Zeit, sieht man die orangene oder die rötliche Linie, die zeigt, dass die, sag das nochmal, die Menschen, die geimpft sind. Da bleibt die Anzahl der Infektionen bleibt ungefähr gleich. Also wir haben eigentlich, wenn wir nur noch Geimpfte hätten, hätten wir gar keinen Anstieg, sondern es würde einfach gleich bleiben. Weil den Anstieg für, die Infektionen, die in letzter Zeit sind, das sind nur die Ungeimpften. Das ist nämlich die blaue Linie. Hauptsächlich, also dieser starke Infektionsanstieg sind nur die Ungeimpften. Genau, also das ist die blaue Linie. Da seht ihr also, anders als diese orange Linie, das sind die Geimpften. Da bleibt die Anzahl der Corona-Erkrankungen gleich. Geht die blaue Linie so hoch, das bedeutet, es gibt jetzt gerade immer mehr von den Corona-Erkrankungen bei den Nicht-Geimpften. Erstaunt dich das? Mich erstaunt das gar nicht. Aber wir können ja direkt... noch zu einem weiteren Thema kommen. Also jetzt ist natürlich das Argument, ja, die Geimpften, die müssen sich ja auch gar nicht mehr testen. Eigentlich. Also ich merke davon nicht so viel. Wir testen uns auch in letzter Zeit immer noch. Also müssen immer mal getestet werden, obwohl wir schon vollständig geimpft werden, weil viele auch doppelten Nachweis. Also selbst wenn man geimpft ist, soll man sich manchmal noch testen. Also deswegen, also wir merken da nicht so viel davon, aber generell ist es ja so, dass sich auch Geimpfte weniger testen. Das heißt, wenn man weniger testet, würde man ja auch weniger merken. Weniger was merken? Ja, wenn jemand infiziert ist. Das heißt, das würde ja die Statistik, wenn wir jetzt nur Infektionen zählen, würde das ja die Statistik verzerren. Du redest also von Leuten, die erkrankt sind, die das aber nicht merken. Also ist klar, wenn ich natürlich im Bett liege oder im Krankenhaus, dann merke ich es natürlich. Aber genau, und weil ja jetzt, sagen wir so weit, weil die Geimpften natürlich nicht mehr so viel getestet werden, weil die ja keinen Testnachweis haben müssen, um irgendwo ranzukommen, sondern die sind ja dann geimpft. Und die Ungeimpften häufiger getestet werden die dann häufiger entdeckt. Und dann könnte man sagen, okay, dieser Anstieg von den Infektionen ist nur darauf zurückzuführen. Aber da kann man jetzt noch was anderes angucken, nämlich einfach die Intensivfälle. Wie viele Leute landen im Krankenhaus? Also weil da ist es ja, wenn Leute im Krankenhaus landen, da weiß man ja, also... Da spielt es ja keine Rolle, ob ihr geimpft seid oder nicht. Da seid ihr erstmal nur im Krankenhaus. Und genau, was kommt da raus? Macht nicht so spannend. Ja, ich bin aufgeregt. Ja. Also in Deutschland gibt das RKI raus, dass 64% der Intensivfälle sind Ungeimpfte. 94%. 94% der Fälle. Fast alle. Ja. Fast alle Leute, die auf der Intensivstation mit Corona landen in Deutschland, sind Ungeimpfte. Und dazu sollte man aber noch sagen, dass 8 von 10 aus der gefährdeten Gruppe der über 60-Jährigen, also die dazu neigen, auf die Intensivstation oder generell ins Krankenhaus zu kommen, da sind 8 von 10 schon geimpft. Das heißt, die Gruppe der Geimpften ist ist eigentlich sehr, sehr groß, aber es sind sehr, sehr wenig auf der Intensivstation. Also Leute, Zusammenfassung. Ich habe noch was. Okay.
Nämlich auch die New York Times hat auch für die USA direkt mal das nachgeguckt. Ach, die haben Daten aus den USA? Sehr gut. Ja, und die haben nämlich auch, die haben ganz ähnlich, die haben 95% Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Also das ist eigentlich dieselbe Zahl. Die haben 95% Krankenhauseinweisung. Das ist nochmal was anderes. Also du kannst ja erstmal ins Krankenhaus kommen und auf die Intensivstation ist dann nochmal ein Schritt schneller, also schlimmer. Und die haben dann halt fast dieselbe Zahl, auch 95%. So, jetzt fasse ich es für euch zusammen. Lasst euch nicht belabern. Es gibt echte Daten aus der echten Welt von jetzt, aus den USA und aus Deutschland. Messungen, die nicht von Meinungen abhängen, die beweisen, dass die Leute, die ins Krankenhaus auf die Intensivstation kommen, fast alles Ungeimpfte sind und nicht Geimpfte. Wenn ihr kein Corona kriegen wollt, was einen schweren Verlauf nimmt, dann müsst ihr euch impfen lassen. Ende. Das ist bewiesen. Das ist keine Meinung, das ist keine politische Auffassung, das ist keine, was ja noch irgendwie ein Gedanke oder Logik oder so, sondern es ist eine Messung. So wie es hier jetzt regnet. Hier fällt Wasser vom Himmel, das kann ich messen. Ne? Also da braucht man. Wenn sich alle impfen würden, dann wäre es genau das, was was alle Corona-Leugner sagen, würde dann tatsächlich nämlich eintreffen, dann wäre es nur noch eine Erkältung. Tja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ihr euch nicht impfen lasst, werdet ihr Corona kriegen, das sowieso, das wisst ihr ja eh, das habt ihr jetzt schon 100.000 Mal gehört. Aber ihr werdet wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ihr was älter seid oder eine Vorerkrankung habt oder sonst irgendwas, was euch schon körperlich ein bisschen schwächt, dann seid ihr diejenigen, die im Krankenhaus sind. Ich sollte vielleicht noch sagen, Vorerkrankung ist auch einfach nur Übergewicht. Wenn ihr ein bisschen Übergewicht habt, zählt als Vorerkrankung, ist auch ein großes Risiko bei Corona. Das ist schon sowas Einfaches. Rauchen, also ihr müsst nicht ganz, ganz schlimm kaputt sein, körperlich oder kaputt. So, sondern ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, sondern es trifft auch Leute, also es sterben auch Leute daran, die einfach nur Raucher sind, die ein bisschen Übergewicht haben. Und das fast keiner ist kerngesund. Das alles wusstet ihr schon vom ersten Tag an, weil das natürlich schon sehr, sehr früh bekannt war. Aber jetzt, was wir euch jetzt erzählt haben und anhand der Daten, die einfach gemessen wurden, ist der Beweis dafür, dass die Menschen, die auf der Intensivstation und im Krankenhaus liegen, die Ungeimpften sind und die kriegen Corona und die anderen fast gar nicht mehr. Das ist eine bewiesene Messung. Lasst euch nichts anderes erzählen. Wer etwas anderes erzählt, sagt die Unwahrheit, weil es jetzt eindeutig gemessen ist. Tut mir leid, wenn ich das so oft betone, aber es ist keine... Er mag Messungen. Ich mag Messungen und es ist vor allen Dingen auch keine Meinungsfrage. Das finde ich ganz wichtig. Also, macht's gut und lasst euch impfen. Tschüss, Marc und Ines von virusonline.de, Teil... Wisst man nicht. Brauchst du das hier drunter? Und es ist kalt hier draußen. Tschüss.